Servus und herzlich willkommen bei Star Fox Gaming. Heute habe ich den Teaser Nummer 6 von 6 für euch und den Story from the Outlands Trailer und den schauen wir uns gleich mal gemeinsam an. Hier haben wir Bangalore, Gibraltar und Rampart, die in ihrer Waffenschmiede einfach mal anstoßen und sich nett unterhalten. Bangalore und Rampart spielen hier ein bisschen rum. Hier haben wir Nessie, darf natürlich in keinen Trailer fehlen. Und ja, sieht so aus, als ob sie sich in die Haare kriegen würden, aber die zwei sind beste Freundinnen. Da gibt's natürlich nichts. Der Trailer dürfte sich auf Olympus abspielen, allerdings gibt es da leider noch immer keine Hinweise, dass wir die Map jetzt auch wirklich in Season 6 bekommen werden. Die ist wirklich verschoben, wie es ausschaut. Und hier wird sie in der Nacht von ein paar dubiosen Gestalten besucht und herausgefordert. Ich weiß nicht, ob sie ausrauben wollen oder umbringen oder ob es einfach eben nur ein Test ist, ob sie geeignet ist für die Apex-Spiele. Right. Everyone got their clean knickers on? I know he does. Huh? Get her! Where's Big Sister? Und da ist sie auch schon, die große Schwester. Wer das ist, keine Ahnung, sieht auf alle Fälle richtig nice aus. Wird vielleicht eine Legende werden, könnte ich mir gut vorstellen. Große Schwester, eventuell auch von Krypto die Schwester, die Mila, wäre auch möglich. Aber ansonsten hätte ich jetzt keine Ahnung, wer das sein könnte. Hier haben wir einen Stalker, bekannt aus Titanfall 2 und auch aus dem Loba-Trailer, der hier jetzt mal ordentlich aufräumen probiert. So, jetzt schalte ich gleich mal hier in die Zeitlupe und wir sehen hier nochmal das Partikelschild. Mir kommt das zu groß vor für eine taktische Fähigkeit. Eventuell ist das stationär auf der Map verteilt, aber dass sie das mit sich rumträgt, kann ich mir kaum vorstellen. Hier nochmal ihre ultimative Waffe. Die schießt durch, der Schaden wird verdoppelt und alle eingehenden Projektile werden abgewehrt. Burn it. You put up one hell of a fight, kid. But it's your lucky day, eh? Yeah. You earned this. Let's get you patched up. Das ist Cuban Blisk, Bösewicht aus Titanfall 2 und derjenige, der zuständig ist, dass die Legenden in die Spiele kommen. Er hat sie jetzt eingeladen und damit ist Rampart offiziell bei den Apex Games dabei. Und dann habe ich noch den letzten Teaser in dieser Saison für euch, Teaser 6 von 6. Das ist ein Hop-Up für die Spitfire. Damit kann die Spitfire, wie ihr hier seht, bunte Farbkugeln verschießen. Man kann die Farbkugeln auch durchwechseln mit der Schusswechseltaste. Dann kann man jetzt eben violett, gelb oder grüne Kugeln schießen oder man lässt es auf zufällig. Dann wird einfach irgendeine Farbe zufällig von der Waffe ausgewählt und zufällig eben ein buntes Projektil rausgeschossen. Die Magazinkapazität ist leicht erhöht, die ist jetzt 63. Normalerweise ist, glaube ich, 60 beim violetten Magazin. Da bin ich mir zwar nicht hundertprozentig sicher. Und zusätzlich lädt die Waffe noch etwas schneller nach. Und damit kann man einfach auf der Map wunderschöne Gemälde malen oder den Gegner einfach mal ein bisschen das Gesicht verzieren und schminken. Sonst hat das nicht wirklich einen Sinn. Was leider nicht aufgetaucht ist, ist dieses UFO, wie viele sagen. Oder ich sage eher, das ist ein Flughafen oder ein Raumhafen, der uns auf die nächste Map gebracht hätte. Der ist leider nicht aufgetaucht auf Kings Canyon. Und somit bin ich mir ziemlich sicher, dass nächste Saison auf World's Edge eben die Apex-Spiele starten werden. Und ja, mit der neuen Legende, mit der Volt als neuen Waffe, geht das, denke ich, ganz gut in Ordnung. Wird ordentlich reinhauen und Spaß machen die neue Saison. Ich freue mich, wenn ihr dabei bleibt. Lasst mir ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. Daumen nach oben und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Danke fürs Zusehen. Ciao, euer Star Fox.